Am 23. November 2018 hatte das MLT-Team um den Access- und E.ON-Importeur Michael Leeb seine deutschen Vertragshändler ins Noble Kongresszentrum nach Fulda eingeladen. Auf dem Programm der Händlergala stand einerseits die persönliche Begegnung des Importeurs und seiner Mitarbeiter mit den Händlern, deren Kontakte sich ansonsten eher aufs Telefon konzentrieren. Da lebt Michael das Ding, sondern das Verkaufskampf. Und die Situation will ich nicht, weil dann geht es wieder nur auf die Preise und es hat niemand mehr was davon. Ja. Warum glauben wir, dass das funktioniert jetzt? Weil der Verkaufspreis von diesem Ding unter 5000 Euro im VK sehr lange sich was los wird. Also wir clashen so mit einem Hardcore-VK rein, weil automatikgetriebenen Sportkreuz eigentlich im nächsten Jahr im Laufbereich natürlich mehrere höhere Zulassungen erreichen, natürlich auf der anderen Seite. Gewissermaßen zum Nachtisch wurde dann allerdings als Überraschung der serienreife Turbo Buggy von Access Motor präsentiert, der im kommenden Jahr bei uns auf den Markt kommen wird. Die Eckdaten sind bereits bekannt. Einzylinder-Turbotriebwerk mit 800 Kubik und einer Leistung von rund 80 PS. Beinahe noch wichtiger, dieses Triebwerk soll nächstes Jahr auch in einem ATV kommen. Die Studie wurde bereits gezeigt auf der MLT-Händlergala in Fulda. Mit Spannung erwarten wir bereits den Preis und das Gewicht von Turbo Side-by-Side und ATV. Der Einzylinder dürfte um einiges leichter und günstiger zu produzieren sein als die Zweizylinder, die von den anderen Herstellern in dieser Leistungsklasse verbaut werden. Hallo, herzlich willkommen hier in Fulda bei der ersten MLT-Gala. Hier im Hintergrund sehr schön zu sehen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um unseren Fachpartnern in Deutschland Danke zu sagen und haben heute hier rund 100 Personen eingeladen, um auch die Neuheiten für 2019 zu präsentieren. Jetzt gerade enthüllt worden die neue Ultimate 850 mit dem neuen Kompressormotor.